Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Sodas has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Sodas must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Welcome to Hokkaido, 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite, outside the law, if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital, and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soder's in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure, yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soder's is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Und damit ein letztes Mal bei dieser Mission in Hitman. As part of the service here at Gamma, your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. Flying along, couple of months. Oh, wir haben eine Gelegenheit entdeckt. Miss Yamazaki is very small, very capable, tough as nails too. You should see her in the court. She seems a bit, I don't know, untimely. Like she's not comfortable in her own skin? Yeah, you saw how she dropped her fags off the lift crossing the gorge. It's just nicotine cravings. Oh, yeah. Yeah, that was me 5 years ago. Glad I got that monkey off my back. Hey, we should get her a pack. Make a good impression. In a place like this, good luck. Yuki Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. Lawyer? According to alles klar, okay, dann müssen wir jetzt wohl ihre Zigaretten suchen. Quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. Na klar. Vielleicht komme ich hier rein, wenn ich hier kletter. Okay, es scheint zu funktionieren mit dem Klettern. Ich hoffe, da ist jetzt halt keiner. Aber sieht nicht so aus, nee. Da können wir dann die Ziggis holen. Zigaretten. Hier, Zigarettenpackung. Jawohl. Tauschen Sie Yukis leere Zigarettenpackung aus. Ich brauche auf jeden Fall mal andere Klamotten. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die am besten herkriege. Oh, da läuft sie. Da läuft sie. Unser Ziel ist, läuft da vor meiner Nase. Spence is killing me. I have intel about that bandage patient. Oh. Noch eine Gelegenheit. Well, this is quite fascinating. Noch eine Gelegenheit. The bandaged patient is Jason Portman, former CEO of Quantum Leap. According to my intel, he has undergone full facial reconstruction and is scheduled for bandage removal today. Okay, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt nochmal in das Zimmer von dem Cowboy-Typ. Dort können wir dann nämlich, oder wir können vielleicht auch hier schon Hilfe anfordern. Die bringen wir dann um und verkleiden uns als die. Okay, nee, hier geht's nicht. Aber bei dem Cowboy ging das. Probieren wir es aus. Dann kriegen wir vielleicht, entweder kommt ein Security-Typ
der uns dann neue Klamotten zur Verfügung stellt, mehr oder weniger freiwillig. Oder halt ein Arzt oder so. Und dann können wir dann als Arzt irgendwie uns durch die Gänge schleichen. Keine Ahnung. Werden wir jetzt gleich rausfinden, was dann kommt, was dann passiert. Ich hoffe natürlich, dass da ein Security-Mann kommt und wir dann irgendwie uns da frei durchbewegen können. Aber das ist jetzt schade, dass wir die Chance verpasst haben, da diesen bandagierten Typ zu sein. Ich glaube, dann hätten wir ziemlich freie Fahrt, was das alles angeht. False alarm, Mr. Dexter is not in. Hey, you! What? You! So. So, und du bist ruhig. So, jetzt haben wir eine Verkleidung als Arzt. Ist das schon mal nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal, was für Optionen uns das jetzt ermöglicht. Nur die Tatsache, dass wir jetzt hier Arzt sind. Vielleicht kommen wir jetzt in Yukis Zimmer rein. Vielleicht auch nicht. Ich denke nicht. Hey, Doc, sorry. This area is restricted. War klar. Aber dort konnten wir rein. Hier. Yes. Hier ist auch keine Sau. Das ist sehr schön. Hier ist nix, nee. Dann können wir von hier darüber. Am besten speichere ich einfach kurz, bevor da irgendwas schief geht, wie in vergangenen Missionen, dass das ein oder andere Mal ja passiert ist, dass wir einfach Abfuck hatten, Abfuck-Momente hatten und das brauche ich jetzt nicht, nee. So, ich habe hier einfach mal aufgeräumt. Schnauze voll von den ganzen Spackos. Vielleicht habe ich hier Glück und ihr fällt nicht auf, dass ganz viele Einschusslöcher hier sind. So, noch einer weg. Tschüss. So, ich habe jetzt einen Schraubenschlüssel. Jetzt kann ich den Yoga-Bereich endlich räumen. So. Alle raus mit euch hier. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will mich eigentlich nur kurz als Yoga-Lehrer verkleiden. Jetzt kann das mal, bitte, kann er jetzt mal... Ah, hallo. So, ich bin nun verkleidet als Yoga-Lehrer. Jetzt muss ich ganz schnell zu dieser Yuki Yamazuki. Hey, I heard that most men do yoga just for the women. Oh, jetzt muss ich einfach warten, bis sie da rauskommt oder was? Area is restricted, my flexible friend. Also, ich warte hier die ganze Zeit, dass sie alle mal da rauskommt, aber sie tut es einfach nicht. Sorry, that was inappropriate. Deswegen speichere ich jetzt einmal, hau ihm hier vor der Tür auf die Fresse und wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Gute Nacht. Verreck einfach! Nervige, dumme Kuh! Tschüss! Mann! Halt dein Maul! Tschüss! So, machen wir uns an den letzten Typen. So langsam werde ich auch ein bisschen ungeduldig. So, halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. F-
Fickt euch doch, ihr Arschlöcher, ihr Hurensöhne, ihr elendigen Bastarde. Lutscht doch. So, ich werde jetzt nochmal die Tussi jetzt über diesen Ding schmeißen hier. Ihn hau ich einfach K.O. Halt die Fresse, gute Nacht. Warum? Da fick dich doch. Nein, du bist... Fick dich. So, stirb, Alter. Zack, Genickbruch, tschüss. Nervige alte Schruller. Warum? 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 Wisst ihr was? Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich fange die Mission nochmal von komplett vorne an. Diese Scheiße. Da hat nichts funktioniert. Weder das eine noch das andere. Da hat einfach gar nichts funktioniert. Jetzt versuche ich es mit diesem maskierten Typ. Versuche mich da umzugestalten. Wir haben einfach, ich habe schon einfach 42 Minuten aufgenommen und fange die Scheiße hier von neu an. Es kotzt mich komplett an. Halt die Fresse. So, jetzt versuche ich hier diesen anderen Typ da, den Glatzi, hier zu kriegen. Komm her. Nein, du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Hey, Mister. Who are you? You need to pay attention here. Halt deine Fresse, du blöder Vollidiot! Und du auch! Mann, ey! Wie kann man so auf den Sack gehen? So, nerv mich nicht, ey. So. Let's have a look at you, Mr. Portman. Be still as I remove the bandages. Oh. Oh my. It's astonishing. Not only are you the spitting image of Helmut Krueger, the swelling has completely subsided and there's not a trace of bruising. Klar. If I didn't know any better, I'd say you'd never undergone surgery. It's perfect. Simply perfect. I'm sorry. This is very emotional for me. Okay. So, schnell, schnell, schnell. Jawohl, ich bin jetzt Arzt. Endlich, verdammte Scheiße. So, du Spast. That is the right-sided donor heart destined for soldiers. This is what he sold out the ICA for. Well, I don't know. Oh, hier sind zwei Security-Typen. Quiet is good in our line of work. Up on your feet again, my friend. You're right. Zack. Gute Nacht. Und jetzt kommt der Nächste. Stirb. Zack. Und der Nächste. Komm, wach auf. Wach auf, wach auf, wach auf. Und zack. Alle sterben hier. Ist mir scheißegal jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich muss jetzt hier einfach nur noch ein Massengrab veranstalten. Dieses Herz hier machen wir kaputt. Und dann ist für den Sanders da eh vorbei. Weil, was soll ihn retten? Jawohl. Elegant solution, the soldiers on the operating table. And no hope of getting a second right-sided heart in time. You have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. So, ich habe ihn nicht mal angefasst und er ist tot. Jetzt geht's Richtung nächster Schruller. Und zwar die andere Tante da. Die machen wir jetzt kaputt. Dann müssen wir uns jetzt als Yoga-Lehrer verkleiden.
So, da drüben ist sie. Diesmal ist sie draußen und nicht wie vorhin, wie bei mir. War sie die ganze Zeit in ihrem fucking Zimmer drin und kam nicht mehr raus. So, jetzt bleib da bitte. Bitte, 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 warte kurz. Ich will nur kurz mit dir sprechen. Hallo. Excuse me. Let us begin with outward facing dog. Alles klar. When you're ready. Jetzt guckt halt keiner hin, jetzt kann ich sie schubsen. Lord of the Dance. Fluid movement. Very good. Now, alles klar. Transition into Lord of the Dance. Remember to breathe throughout. Soll ich das verlassen und dann hier einen Schubs geben oder was? Oh, it's over. I expected a longer. Ja, dann machen wir es halt so. Genickbruch. Tschüss. Und schmeißen sie dann runter. That's both targets down. Tschüss. Time to find an exit. Ausgang. Ausgang. Ich muss hier raus. Tschüss. Nein, 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 nein. Wie komme ich hier raus? Scheiße, scheiße, shit, shit, shit. Oh, fuck. Alarm, Alarm. Ich habe es komplett versaut wieder mal. Ja, moin. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Storage room is clear. Moving on. Over. Stay calm, please. Situation is under control. Ah, nee, da unten. Okay, okay, okay. Dann muss ich jetzt da runter. So, lasst mich in Ruhe. Tschüss. Ich hau ab. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin so gut wie weg. Leute, ich bin weg. Ich sag's euch. Tschüss. Barfuß auf dem Schneemobil. Endlich ist der Bums erledigt. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs. Killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down.